Hi, willkommen zurück bei Autoreview. Mein Name ist Patrick und heute stelle ich euch den 2018er Hyundai Kona vor. Der Kona ist das neueste Familienmitglied der Hyundai-Familie und wie ihr seht, ist das etwas ganz anderes und es frischt vor allem den Markt ein bisschen auf. Nicht nur mit dem Design, was meiner Meinung nach sehr gut gelungen ist und vor allem aus der Masse heraustritt, mit dem massiven Grill hier vorne, mit den Tagverleuchten oben und diesem versetzten Grill, sag ich mal so. Wir haben einmal diesen Teil hier, der von der Stoßstange rauskommt, von den Seitenschwellern. Unten die Nebelscheinwerfer, wie wir sehen, diesen massiven Trapezgrill hier. Und was ich wirklich sehr gut finde, ist die Tagverleuchten. Also meiner Meinung nach sieht der wirklich klasse aus. Was mir auch noch sehr gut gefällt, ist, dass Hyundai im Vergleich zu vielen anderen Herstellern mal mutig ist mit den Farben. Es gibt das Auto wirklich in diese klasse Farben. Vor allem das Gelb, Rot und halt dieses Ceramic Blue finde ich sehr gut. Den Hyundai Kona gibt es in der Schweiz in drei verschiedenen Ausstattungsvarianten. Pika, Launch und Launch Plus. Wir haben hier den Launch Plus, das ist die höchste. Und im Moment gibt es zwei Motorvarianten, den 1,0 Liter Dreizylinder mit 120 PS Frontantrieb und einem 6-Gang Schaltgetriebe oder den wir hier haben, den 1,6 Liter Vierzylinder 177 PS Motor mit Allradantrieb und einem 7-Gang DCT Getriebe. Preise für den Kona starten in der Schweiz ab 17.990 Schweizer Franken für den 1,0 Liter und für den Launch Plus, wie wir ihn hier haben, mit dem großen Motor wären es 34.990 Franken plus in dem Fall für die Farbe 750 Franken nochmal. Ansonsten zum Motor. Der 1,6 Liter hat 177 PS bei 5000 Umdrehungen, maximales Drehmoment von 265 Newtonmetern zwischen 1500 und 4500 Umdrehungen. 0 auf 100 in 7,9 Sekunden, Vmax wären 205 km/h. Wir haben Testverbrauch zwischen 6,9 und 7,7 Litern auf 100 Kilometer. Mit dem 50 Liter Tank ergibt sich daraus eine Reichweite von ca. 650 bis 725 Kilometer, je nachdem wie ihr fahrt. Ansonsten CO2-Ausstoß haben wir 153 Gramm pro Kilometer. So, wie üblich stelle ich euch die erste Reihe vor, die zweite Reihe, den Kofferraum und dann fahren wir los. Viel Spaß! Aber bevor wir zum Auto kommen, bitte abonniert den Kanal unten, aktiviert das Glockensymbol, damit ihr über jedes Video informiert werdet. Und vielen Dank Garage Buxili AG, die mir das Auto zur Verfügung gestellt haben. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. So, let's go! So, der Kona von innen und wie üblich schauen wir uns alles von links nach rechts an. Also einmal den Mechanismus zum Öffnen der Türen und zum Schließen. Wir haben automatische faltbare Spiegel, elektrisch verstellbar mit Totwinkelwarner, asphärischem Glas und beheizt natürlich. Die haben einen Annäherungssensor, das heißt, wenn das Auto abgeschlossen ist, ihr kommt zum Auto, habt den Schlüssel bei euch in der Tasche, gehen die Spiegel schon mal auf und dann, um die Türen aufzumachen, müsst ihr auch nicht den Schlüssel bedienen, sondern geht einfach an die Türklinke, der schwarze Knopf drückt einmal und die Tür geht auf. Dann den Schließbutton für die Türen, also einmal um auf- und zuzuschließen, für die Fenster zum Sperren auf der hinteren Reihe und dann die elektrischen Fensterheber auf allen vier Plätzen. Allerdings haben wir nur die Autofunktion auf dem Fahrersitz mit der Autofunktion. Dann unten ein großes Ablagefach und da passen auch 1,5 Liter Flaschen rein und noch der Lautsprecher. Auf der linken Seite haben wir die runde Lüftungsdüse genauso wie rechts. Ihr seht es in der Kamera, in der Mitte haben wir es oval mit der Warnblinkanlage dazwischen. Dann eine Etage tiefer haben wir den Knopf, um die Helligkeit der Displays einzustellen, vor allem für die Nacht sehr hilfreich. Das ist sowas, was mir auch teilweise bei vielen Autos heute fehlt, dass das alles im Menü irgendwo verschachtelt ist. Hier hat man noch einen schönen Knopf, wo man es ganz schnell heller oder dunkler machen kann. Finde ich klasse. Dann Totwinkelassistent in den Spiegeln an- und ausmachen. Head-Up-Display. Wir haben ein Head-Up-Display hier verbaut. Finde ich auch klasse. Informationen über Geschwindigkeit, die Pfeile, wo man langfährt, wenn man Navigation eingestellt hat und so weiter und so weiter. Ich blende einfach mal ein Bild davon ein. Dann Spurhalteassistent und ESP an- und aus. Lenkrad lässt sich in der Höhe und der Tiefe verstellen, ist in der Version auch beheizt und das wird wirklich sehr, sehr warm. Das heißt, wenn man länger fährt, wird das extrem heiß. Wäre noch so mein Vorschlag, wenn man das noch in zwei, drei Stufen machen könnte, anstatt einfach nur an oder aus, dann könnte man auch ein bisschen länger damit fahren. Ansonsten, wir haben auch beheizte Sitze in drei Stufen für Fahrer und Beifahrer und wir haben belüftete Sitze in drei Stufen für Fahrer und Beifahrer. Dann das Lenkrad habe ich ja erzählt. Sitze sind elektrisch in der Launch Plus Version, wie ihr sehen könnt, und mit elektrischer Lordosenstütze, was ich klasse finde. Ansonsten Lederlenkrad ist halt wirklich sehr gut und griffig, ist halt schönes Leder, finde ich sehr klasse. Ansonsten das Lenkrad von der Optik finde ich auch gut, hier mit dem silbernen unten. Das hat so ein bisschen dieselbe Farbe wie der Diffuser hinten, den ihr gleich sehen werdet. Dann haben wir auf der linken Seite die Knöpfe für Spracherkennung,
einmal ums Menü durchzugehen, dann Lautstärke und Senderwahl, Telefonannahme und Ablegen. Auf der rechten Seite, um durch die Menüs durchzugehen, da haben wir einmal Navigation, Assistenzprogramm, alle Settings, also Benutzereinstellungen und wieder dann Fahrdaten wie Verbrauch, digitale Tempoanzeige. Unten haben wir dann nochmal im Display Echo, was für ein Fahrmodus wir haben, Drive Mode. Und oben, ob die Cruise Control ist, also Tempomat an ist und wie viel wir Kilometer noch fahren können, bis der Tank leer ist. Dann hier haben wir den Mode-Button zwischen Cruise Control, also Tempomat und Speed Limiter umzuschalten. Hier durchs Menü durchzugehen auf der linken Seite und Resume und Set, um halt den Tempomaten zu bedienen. Unten OK zum Bestätigen und hier zum Rausgehen. Ansonsten links haben wir Licht. Wir haben BLED-Licht mit automatischem Fernlicht, was super ist. Das muss man nur einmal anmachen, damit es an ist, das Fernlicht. Dann sieht man ein kleines A-Symbol hier, was wirklich sehr gut ist. Und was mir wirklich sehr gut gefallen hat, vor allem ist, wie schnell das System reagiert. Wenn es ein Auto erkennt, geht es runter. Und vor allem, wenn das Auto einen passiert hat, dann dauert es nicht teilweise wie bei anderen Autos 3, 4, 5 Sekunden, bis das Fernlicht wieder angeht, sondern sofort, wenn das Auto vorbei ist, zack, ist das Fernlicht wieder an. Sehr gut gemacht. Und rechts dann nochmal die Scheibenwischer. Sonst Instrumente kann man sehr gut ablesen, finde ich. Wir haben so einen blau beleuchteten Ring um die Analoginstrumente rum. Ansonsten haben wir alles in weiß gehalten, was vor allem nachts sehr gut ablesbar ist. Und wie gesagt, man kann es dann natürlich noch dimmen. Dann in der Mitte haben wir den Navigationsscreen, ist ein Touchscreen. Das heißt, wir haben hier den Home-Button, wo wir rein können. Wenn wir aufs Navigation drücken, haben wir den gesamten Bildschirm mit den Shortcut-Buttons oder den Schnellwahltasten für Radio, Media, Seek, Track, das heißt für das Radio umstellen. Wir haben physischen Drehregler. Finde ich klasse, weil es vor allem sehr viel schneller geht, die Lautstärke ein- und auszustellen. Und vom Klang habt ihr auch gehört, hört sich wirklich sehr gut an. Dann haben wir rechts noch Map und Navigation. Die Sterntaste lasse ich frei belegen. Da habe ich jetzt zum Beispiel so eingestellt, dass ich den Screen ausmache. Vor allem, wenn man nachts lang fährt, und nochmal einen Setup-Button, um den durchzuschauen und hier um durchzugucken nochmal. Dann Warnblinker haben wir gesagt, wir haben eine 1-Zonen-Klimaautomatik mit noch einem kleinen Display, ob alle angeschnallt sind und ob der Beifahrer-Airbag aktiviert ist oder nicht, wegen dem Kindersitz. Unten, was ich klasse finde, und da denke ich mal, kommt das von Samsung und Korea, denn Samsung hat, glaube ich, den Phablet-Markt etabliert oder sag ich mal so ins Leben gerufen mit den großen Telefon, also iPhone 6 Plus, und da gibt es ein Ablagefach, wo das genau reinpasst, also wirklich für Phablets gemacht. Klasse, denn das Problem mit heutigen Autos, obwohl sie Apple CarPlay haben und Android Auto, was das Auto auch hat, und Konnektivität, fehlt einfach der Platz, um große Telefone abzulegen. Und hier hat der Hyundai Kona genau ein Fach für diese großen Telefone. Super. Dann 12 Volt Anschluss, zwei, einer links, einer rechts. Aux-In, USB-Anschluss und wir haben hier kabelloses Laden, Wireless Charging, auf der gummierten Ablagefläche hier unten. Wirklich sehr gut, das heißt, wenn euer Telefon das supportet, dann könnt ihr einfach das Telefon hinlegen und es wird geladen. Dann 7-Gang DCT, stufenloses Getriebe, harmoniert super mit dem Motor zusammen und der Motor ist wirklich einer, der wirklich fahren will, der hat einen richtig guten Punch, das werden wir gleich sehen und auch hören. Und in Kombination mit dem Allradantrieb, dieses Auto hat, normalerweise fährt es mit Zweiradantrieb. Wenn wir allerdings hier die Lock-Taste drücken, dann haben wir permanenten Allradantrieb und dann geht das Auto noch mal ein Stückchen besser vorwärts, weil es einfach die Kraft auf alle Räder verteilt. Drive-Modes haben wir drei, wie gesagt, Eco, Comfort und Sport. Fühlt man auch einen Unterschied. Wir haben hier, wie gesagt, die beheizten Sitze für Fahrer und Beifahrer in drei Stufen. Belüftet mit drei Stufen, beheiztes Lenkrad, Start-Stopp an, aus. Dann haben wir Bergabfahrhilfe, das limitiert die Geschwindigkeit zu 9 km pro Stunde und es fährt halt den Berg sehr langsam runter oder den Hügel, und Parksensoren an und aus. Manuelle Handbremse, zwei Becherhalter, allerdings ohne Abstandsregler, so ein Kartenslot für zwei, zum Beispiel ein Parkingticket oder sowas. Armablage lässt sich leider nicht verschieben, die darunter noch ein Fach bietet für Kleinkram und zum Beispiel Brieftasche, damit die halt nicht so rumliegt. Oben der automatisch abdehnbare Rückspiegel. Ablagefach für Brillen, dann das Licht, individuell einstellbar, Sonnenblende mit Spiegel und einem kleinen Kartenfach plus manuelles Licht, denn während des Tages braucht man das Licht nicht. Handschuhfach ist groß, wenn man dann wirklich alles da lässt, denn ich habe hier 4 Bordbücher im Auto liegen. Ich nehme an, Italienisch, Deutsch, Französisch und Serviceheft. Einfach alles zu Hause lassen, wenn ich braucht. Ja. Und das war es eigentlich gewesen für die Front. Schauen wir uns die zweite Sitzreihe an. So, der Kona von hinten und der Sitz vorne ist auf mich eingestellt. Ich bin 1,84 Meter groß. Wie ihr seht, habe ich auch hinten noch Kniefall. Das heißt, Knie
berühren den Sitzen noch nicht. Allerdings sitze ich auch bis ganz nach hinten, also so wie man eigentlich sitzen sollte. Wenn ich mich so hinsetze, dann haben wir sowieso genug Platz. Aber einmal zum Öffnen der Türen, elektrischer Fensterheber, wie gesagt, nicht mit One-Touch-Funktion, das heißt, ihr müsst gedrückt halten, aber was ich liebe ist, das Glas versenkt sich komplett in der Tür. Super. Und wie ihr seht auch, wir haben getönte Scheiben von der B-Säule einmal hinten rum. Ein Ablagefach in den Türen noch ein kleines, da passen aber keine Getränke rein. Lautsprecher. Dann auf den Rückseiten der Sitze haben wir so zwei Netze. Jeweils eins für Kleinkram. In der Mitte leider große Plastikfläche ohne USB-Port, ohne 12-Volt-Anschluss, ohne 230 oder 220 Volt Steckdose. Schade. Kleiner Getriebetunnel, das heißt, die Füße sollten links und rechts, damit man den Teppich nicht dreckig macht. Sitze an sich sind bequem. Kopfstützen sind jetzt in der höchsten Position. Ihr seht, nicht allzu hoch. Für mich geht es jetzt noch. Wie gesagt, 1,84. Kopfhalter habe ich auch. Nur die auf der Mitte ist ein bisschen klein, würde ich sagen. Also hier sollte man nicht größer als 1,60 sein. Auch von den Ausformungen der Sitze her ist es hier relativ flach natürlich. Aber wir haben drei Dreipunktgurte, wir haben drei Kopfstützen, was gut ist. In der Mitte haben wir noch die Armablage mit zwei Becherhaltern aus Plastik ohne Abstandsregler. Das heißt, hier, wenn man hier Energy-Dosen oder sowas hat, genauso wie vorne, werden die so ein bisschen rumfliegen. Aber es ist auf jeden Fall gut, denn es ist bequemer so zu fahren. Und von der Höhe her ist es auch gut, ist es nicht zu tief oder nicht zu hoch. So, ansonsten noch ein Leselicht für alle. Griff für beide Sitze links und rechts, aber nur ein Haken auf der linken Seite. Das heißt, wenn der Fahrer jetzt fährt, kann er hier sein Jackett aufhängen. So, das war's für die zweite Reihe. Schauen wir uns den Kofferraum an und dann geht's weiter. So, der Kona von hinten. Und es tut mir leid, es ist wirklich sehr, sehr kalt. Deswegen habe ich meine Hände in den Taschen. Also, vom Design her sieht er sehr ähnlich aus zur Front des Wagens. Wir sehen einmal diese Teile hier auf der linken Seite, wo die Blinker und Rückfahrleuchten untergebracht sind, was wir auch vorne haben. Und es sieht ein wenig sehr verschachtelt aus. Von hinten sogar ein bisschen mehr als von vorne. Wie gesagt, das Design wird auch das sein, wo sich die meisten Leute dran, ich sag mal, stören werden. Entweder mag man es oder man mag es nicht, aber meiner Meinung nach tritt der Hyundai Kona aus dem Einheitsbrei heraus. Wir kennen meisten Autos auf der Straße, sind langweilig silber, schwarz und grau. Und vom Design her sind die wirklich langweilig teilweise. Und hier war Hyundai wirklich mal mutig und hat was auf die Straße gebracht, was raussticht. Auch mit den Farben, wie ich gesagt habe. Also, wir haben eine Antenne oben. Wir haben eine Verlängerung vom Dach in einem Dachkantenspoiler mit einer dritten Bremsrückleuchte. Dann diese Teile hier an der Seite verlängern die Scheibe so ein wenig und brechen halt hier die Fahrzeugkarosserie auf. Das heißt, von den Scheiben geht es dann einmal hier durch bis nach hinten in die Scheibe. Also hat von der Optik her ein bisschen was anderes. Ansonsten haben wir so eine kleinen Flossen hier. Ich weiß nicht, ob das wirklich aerodynamisch was hilft oder ob das Design einfach ist. Was mir wirklich sehr gut gefällt, sind die wirklich sehr sleeken, dünnen Rückleuchten. Finde ich klasse. Dann einmal die Logos Hyundai, Hyundai-Logo Kona, 4-Wheel-Drive, wie gesagt, der Allradantrieb ist nur dem 1,6 Liter vorbehalten, den kleinen gibt es nur mit Frontantrieb. Dann haben wir noch die Rückfahrkamera, die ist den Witterungsbedingungen ausgesetzt, das heißt, wenn ihr mal bei Regen oder schlechtem Wetter fahrt und ihr ankommt, wird die höchstwahrscheinlich dreckig sein. Eine Etage tiefer haben wir die Parksensoren in der schwarzen Fläche und unten nochmal farblich ein bisschen abgesetzt, das Graue, wie ein Diffuser würde ich mal sagen, der aber eigentlich keine Funktion wirklich hat. So, wenn wir einmal den Kofferraum aufmachen, sehen wir, die Klappe öffnet ungefähr ja, so 1,80 würde ich mal sagen, also ich komme schon mit meinem Kopf hier ran. Wir haben einfach eine Griffmulde hier zum Zumachen, Hutablage, könnt ihr auch ausklinken. Und ansonsten einen flachen Kofferraumboden, was ich gut finde, mit einer Plastikbeplankung hier zum Einladen. Bei dem Teil müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wir haben Verzugösen vorne und hinten, was ich gut finde. Ein Haken auf der linken Seite, ein Licht auf der linken Seite und hier wird wohl der Subwoofer drin sein auf der rechten. Und ansonsten maximal darf man hier 60 Kilo aufladen auf dieses Brett, würde ich mal sagen. Denn hier drunter haben wir noch eine Verstaumöglichkeit mit so einem kleinen Ablagen, wie ihr seht. Und darunter haben wir nochmal ein großes Fach mit Kompressor-Kit und ja, anderen Utensilien, sage ich mal so. So, ansonsten umklappbare Rückbank natürlich, links und rechts zwei Drittel, ein Drittel und Kofferraumvolumen zwischen 361 Litern bis 1143, je nach Konstellation. So, mir ist kalt, ich möchte fahren. Wie wäre es, wenn wir reinsteigen und dann losfahren? Let's go! So, also, wie fährt sich denn der Kona? Wie gesagt, wir haben hier den großen mit der höchsten Ausstattungsvariante, den Launch Plus mit dem 1,6 Liter Turbo-Benziner mit 177 PS
und das Auto geht wirklich sehr gut vorwärts. Ja? Vor allem in Verbindung mit dem Allradantrieb, der geht schon so sehr gut vorwärts auf der Autobahn. Vor allem der Durchzug zwischen 80 und 120, man möchte es nicht glauben, aber man wird nach vorne katapultiert, kann man sagen? Katapultiert. Und man wird wirklich so ein bisschen in den Sitz gedrückt. Würde man gar nicht glauben. Sonst, was mir wirklich sehr gut gefällt am Auto, ist die Optik. Es ist ein Auto, was nicht jedermann gefallen wird, wo viele sagen werden, oh mein Gott, zu viel hier, zu viele Sicken, zu viele Kanten, zu viel Design. Aber es gibt halt Autos, die sind ziemlich langweilig. Oder beziehungsweise die meisten Autos sind ziemlich langweilig, denn sie sind für die Brasse gemacht. Und Hyundai traut sich mit dem Auto was, vor allem auch mit den Farben. Es gibt dieses sehr klasse Gelb. Also das Gelb, das Rot, dieses Grün, Blau, wie auch immer möchte man es nennen möchte, finde ich klasse. Denn Silber, Schwarz und Weiß gibt es genug schon auf der Straße. Aber was mit Farbe, das ist nicht so oft. So, Start, Stopp haben wir auch. Wie gesagt, das könnt ihr hier deaktivieren. Wagen ist warm, das heißt, wir gehen jetzt auf die Autobahn und ich zeige euch einmal, wie das Auto beschleunigt. Denn es beschleunigt, wie gesagt, schon gut im Zweirad, aber wir werden mal in Allrad schalten. Das können wir jetzt schon machen. Allradantrieb. Nein. So. Und dann krallt sich das Auto wirklich in den Asphalt. Ja? Also mega guter Grip. Und auch gute Beschleunigung mit dem Direktschaltgetriebe. 7 Gänge, wie gesagt. Ihr könnt manuell schalten. Einmal nach links und dann nach vorne ist ein Gang hoch, nach hinten ein Gang runter. Wir lassen es zwar in Automatik. Ansonsten Verbrauchswerte finde ich für die Leistung und für das, was das Auto anbietet, wirklich sehr gut. 7,9 Sekunden auf 100 ist wirklich ein guter Wert. Ja? Und 205 km/h reichen eigentlich auch aus. Wie gesagt, für die Schweiz sowieso und für Deutschland eigentlich auch. Ja? Wie oft fahrt ihr schon 280 km/h auf der Autobahn? Also das passt schon. Gut ablesbare Instrumente. Die Lenkung finde ich ein bisschen weich. Also wenn ich mal auf Eco gehe hier, dann ist das wirklich... man merkt schon, er geht hin, aber es ist so ein... Es ist ein bisschen zu weich. Wenn ich auf Sport drücke, ist es ein bisschen härter, minimal, aber trotzdem würde ich mir ein bisschen mehr Feedback von der Lenkung wünschen, vor allem bei hohen Geschwindigkeiten auf Autobahnen. Da wäre es super, wenn das Auto etwas mehr Feedback geben würde. Aber jetzt gehen wir mal hoch. So, und schon sind wir bei 100. Wir schalten hoch, wir brauchen keine hohen Drehzahlen jetzt. Aber hört, er wird ein bisschen laut, natürlich. Aber er geht auch wirklich sehr gut vorwärts, ja. Und das ist, was mir gefällt. So, wir machen mal wieder Echo. Wir haben aktiven Spurassistenten, ihr seht's. Ich mache mal die Cruise Control rein. So, das Auto lenkt durch die Kurve. Irgendwann meckert's und dann hört's auch auf, ja. Gleich wird's mir eine Warnung geben. Wir haben auch Tempo-Schilder im Navi-Display und im Head-Up-Display. So, Lenkrad nicht loslassen. Jetzt haben wir die Warnung, es blinkt. Das zeigt mir das Lenkrad an. Und wenn er nicht am längeren Spur halt, ist dann vorübergehend deaktiviert. Jetzt wird er einfach links weiterfahren. Ihr seht, er driftet nach links. Also ihr müsst da aufpassen, das ist wirklich nur für ein bisschen. Was ich aber gut finde, ihr könnt das wirklich einstellen. Das heißt, es ist nicht ein aktiver Assistent, wenn ihr wollt. Es kann auch einfach nur ein normaler sein. Und es kann auch nur eine Warnung sein. Ja? Ihr könnt das einstellen, das war jetzt der Warner sozusagen. Das heißt, es müsste nicht aktiv sein. Eine kleine Info, der Totwinkelassistent, den müsst ihr hier separat anmachen, wie ich schon gezeigt habe. Und wenn der hier nicht an ist, dann könnt ihr hier im Display ist einfach deaktiviert. Ihr könnt ihn auch da nicht anmachen, ihr müsst den Knopf anmachen. Das heißt, es muss das blaue Licht leuchten, damit ihr den den Totwinkelwarner anhabt. Ansonsten, was halt dem Auto leider auch fehlt, und es gibt auch nicht als Aufpreis, ist der Frontradar. Das heißt, wir haben kein adaptive Frontradar. In Kombination mit dem Tempomaten. Das heißt, hier ist noch ein normaler Tempomat verbaut und ihr müsst halt die Distanz selber fahren sozusagen. An sich ist das okay, aber man gewöhnt sich halt dran und es wäre halt schön, wenn Hyundai da noch nachlegen würde, dass man wirklich komplettes Assistenzpaket hat. Wir haben Rückfahrkamera, die auch okay ist, zeigt auch die Linien an. Ich blende mal ein Bild ein. Ansonsten vom Navi her finde ich es auch gut, ist auch schnell, also einfach zwischendurch umzuschalten, die ganzen Sachen, das ist alles okay. Allerdings fehlt mir so eine letzte Touch von Hochauflösung oder vielleicht ist auch nur das Design vom GPS oder von der Mappe. Wenn man teilweise Google Earth irgendwo hat, ist das halt ein bisschen anders, aber es funktioniert auf jeden Fall, es navigiert, wo man hin möchte und ist auch schnell von der Berechnung her, wenn man halt eine falsche Abzweigung nimmt.
Spiegel sind groß, wir haben eine gute Übersicht. Auch nach hinten finde ich den Spiegel gut. Rückfahrkamera ist da. Wie gesagt, Parksensoren vorne und hinten funktionieren auch sehr gut. Was ich auch immer bei diesen SUV-Varianten von Autos gut finde, ist, dass es halt diese Plastikverplankung da ist. Das heißt, wenn man mal Offroad gehen würde und irgendwie an einem Ast vorbeifährt und sich da den Schweller ankratzt oder den Kotflügel ankratzt, dann ist das relativ günstig zu reparieren, denn es ist kein lackiertes Teil, sondern einfach nur ja, Plastik in dem Sinne. Ich finde auch, das ganze Offroad-Charakter hat es auch ein bisschen mehr, wenn es halt so aussieht, wie es aussieht. Design ist halt so eine Sache, das werden sich die meisten Geister dann entscheiden. Da werden sie denken, oh mein Gott, das ist zu viel. Ich finde es, wie gesagt, klasse. Wäre auch schön, wenn es vielleicht eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik gäbe. Und was mir auch so ein bisschen fehlt, ist hinten die Leute, die sitzen. Wenn man jetzt zum Beispiel viele mit zwei Kindern hat, die meisten haben ja schon ein Telefon, ein iPad, wenn sie irgendwie 8, 10, 12 Jahre alt sind. Und wenn denen der Saft ausgeht und die keine Powerbank dabei haben, dann geht das Geschrei los, würde ich mal sagen. Also wäre halt noch schön, wenn man hinten wenigstens zwei USB-Anschlüsse einfügen könnte. Dann der eine hier vorne ist ein bisschen wenig, finde ich. Klar, wir haben zwei 12-Volt-Anschlüsse hier, das heißt, man könnte so Adapter kaufen. Aber wenn ich jetzt hier zwei Adapter, nochmal einen Adapter und einen USB und dann habe ich hier fünf Geräte, die über USB laufen, weiß nicht, wie das hier so aussehen wird. Also ich wäre es schöner, wenn man das hier hinten hätte und man müsste die Kabel nicht nach hinten verlegen. Was noch? Verarbeitung finde ich gut, auf jeden Fall. Sitze sind sehr bequem, auch elektrisch, wie gesagt, verstellbar. Allerdings ist halt wirklich nur das Softtouch hier. Und müssen wir nicht durch den Code der Kuh durchfahren. Das ist das Einzige, was soft ist, hier auch so ganz klein wenig, aber alles andere ist wirklich Hartplastik. Und da wäre auch noch schön, wenn die Materialwahl ein bisschen upscale, also ein bisschen schöner wäre, einfach nur für die Haptik. Für die Optik macht das keinen Unterschied, aber die Haptik macht halt ein bisschen was. Ansonsten würde ich sagen, war es das gewesen. Tempomat geht ab 30 km/h, finde ich auch klasse. Das Ablagefach für die großen Telefone, super, ein allererstes Auto, wo ich das wirklich so sehe. Und klar, ein paar Verbesserungen könnte man hier und da auch machen. Wie gesagt, Abstandshalter hier für die Becherhalter, hinten auch. Materialwahl ein bisschen und ja, den Abstandsradar, wenn es den noch gäbe. Ansonsten bedanke ich mich auch bei Garage Buxeli AG, die mir das Auto zur Verfügung gestellt haben. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Schaut einfach mal auf der Webseite nach. Wenn ihr Fragen zu den Autos habt, könnt ihr sie entweder mir stellen oder direkt dort. Da wäre es dann für die Marken Hyundai, Citroën und SsangYong. Ich habe auch andere Videos schon gemacht. Und das nächste Video, was wir dann drehen werden bei Hyundai oder mit Garage Buxeli, sollte der Hyundai i30N werden. Die Sportversion vom i30, den wir auch schon getestet haben. Das Video verlinke ich mal hier. Und das wird auf jeden Fall sehr interessant. Wir warten nur auf etwas wärmeres Wetter, denn wir haben keine Winterreifen auf dem Auto. Und wenn, dann wollen wir das Auto auch mit Grip bewegen. So, ich bedanke mich, wünsche euch noch einen schönen Tag. Subscribed, also abonniert den Kanal, gebt mir einen Daumen hoch. Fragt, wenn ihr Fragen habt, kommentiert unten und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.